Während Elisa weiter an ihrer Musikkarriere baut, verbringt ein junger Isaac Thaler seinen Sommer am liebsten an der Felswand. Hannes Hofer aus Tils bei Brixen lässt uns in der neuen Folge Insa Summer an seiner Kletterleidenschaft teilhaben. Gemeinsam mit Freunden stattet er in diesem Sommer den Klettergarten an der Mar mit neuen Routen aus. Auch wenn viel Arbeit dahinter steckt, für die Burschen sind die Sommermonate ganz nach ihrem Geschmack. Klettern, man heißt schon auf Leidenschaft. Man freut sich allem wieder, wenn man eine Route zutut. Da bin ich in meiner Welt und da lasse ich mich von keiner rausholen. Ich bin der Hannes Hofer, ich bin aus Tilz und mein größtes Hobby ist eigentlich Klettern. Sehr geil, ziemlich oft, eigentlich fast jede 5 Minuten, kann man so sagen. Das Berg ist einfach nicht leider die sportliche Aktivität. Dass man einfach in der Gemeinschaft eine bärige Zeit miteinander verbringt und es erzählt einfach viel. Alleweil sind wir hier in der Mar, in unserem neuen Garten, den was wir vorhaben einzurichten oder zum Teil schon ziemlich gut eingerichtet haben. Wir sind einmal da umeinander spaziert, um einen gewissen Klettergarten zu suchen. Den, was wir nicht gefunden haben. Und dann sind wir zu dem Wandel gekommen und da haben wir dann gleich gesagt, boah, da könnte man vielleicht etwas machen. Und 2 Wochen später sind wir mit Pickel und Schaufel da gestanden und da oben einen Steig zu haben gewollt. Wir waren eigentlich selber ganz erstaunt, dass da noch ein Wandel frei ist, wo man noch wirklich etwas machen kann. Nachdem wirklich ein paar Meter weiter schon die Leute seit 50 Jahren klettern, ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, den erweitern zu können. Nochmal. Das Schlimmste ist eigentlich das Putzen, weil man putzt und putzt und putzt. Es kommen allem wieder neue lockere Steine und neue Griffe, wo man putzen muss. Man ist ewig lang in der Natur drin, mit der Bürste und mit einem Hammer und es geht nichts weiter. Kann auch sein, dass man 2 Tage in der Natur drin ist und sich allem nur sauber von seinem. Ist halt sicherlich das, was am meisten fuchst und wo man am meisten Zeit investieren muss. Ist es nicht ein komisches Gefühl, Hannes, da jetzt in den Berg reinzubohren, der was schon 1000 Jahre alt ist und du veränderst den jetzt? Ja, das ist schon wahr. Die Menschen verändern eigentlich ziemlich viel, nicht nur im Felsen. Sicher ist das ein Eingriff in die Natur. Auf jeden Fall aber für einen guten Zweck als sportlicher Hintergrund. Und ich denke, dann geht es in Ordnung. Die Herausforderung ist eigentlich die, dass man vor einer Wand oder einem Berg eigentlich irgendwo steht und sagt, da kommt man ja eigentlich nicht auch so von Ausschauen her. Und dann langsam bildet sich eine Idee über einen Weg, eine Route eben, die es noch nicht gibt, wo man sieht, ja, da war es eigentlich möglich, dass man auch kommt und so entsteht dann eigentlich eine Route. Die Routen sind jetzt nicht ganz so leicht, nicht? Das ist jetzt ein komplett neuer Sektor. Da, was da gemacht worden ist, wo die Routen geputzt werden, sind noch nicht ganz sauber und sie sind nicht ganz so einfach. Der eine Rand tut sich härter, der Hals tut sich viel leichter, das ist auch der von unseren stärksten Kletterer. Man hat schon oft mal Angst, aber ich weiß, man kann vertrauen auf unsere Leute. Wahrscheinlich kein Problem eigentlich, meistens. Eigentlich hat es mich vor kurzem betroffen. Bei mir ist die Schwester auch gestürzt worden. Ja. Und, viele fragen mich wirklich, wieso gehst du eigentlich noch in die Berge oder wirst du wohl lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da fühle ich mich eigentlich eher
Noe. Wir haben das zusammen ausgeführt und sie tat sicherlich nicht wollen, dass ich das an den Nagel hänge. Mit dem Vierer vergesse ich eigentlich alles andere um mich herum, Arbeit oder Familie oder was weiß ich. Gewisse Probleme werden da vergessen und da bin ich eigentlich allein im Baum klettern und fertig und mit dem ganzen Kopf bei der Sache. In dem Moment, wo man beim Klettergarten ist, kannst du sagen, was schon alles andere wieder vergessen. Und auf was freust du dich am meisten, wenn er fertig ist? Mal einen Grill ausstellen und einmal in Wein richtig denken. Wenn wir fertig kommen, die größte Freude, was man jetzt machen kann, halt ist einfach, wenn wir unten bei der Halbstraße vorbeifahren, dass wir da oben ein paar Leute sehen, was noch wie ein Klettern. Und ich glaube, das ist das größte Dankeschön, was man jetzt für die Arbeit machen kann. Die coole Clique hängt gern in der Felswand. Eine andere Gruppe dreht musikalisch gern die Zeit zurück. Am nächsten Dienstag zeigen wir Ihnen in unserer Sommerserie Tänze aus den 30er Jahren. Da geht es dann um Swing und Lindy Hop.